Hi Leute, vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, die sich beim letzten Amazon Prime Day einen Instant Pot gekauft haben. Die sind hier das Modell Duo 60. Oder vielleicht wollt ihr euch einen Instant Pot kaufen, vielleicht habt ihr euch so einen gekauft, vielleicht seid ihr interessiert. Dann ist dieses Video was für euch. Ich zeige euch nämlich, was in der Packung drin ist und was so die ersten Schritte sind, wenn DHL da war und ihr freudestrahlend euren Instant Pot empfangen habt. Okay, wenn ihr das Paket öffnet, hier ist ja einfach eine Lasche. Dann kann man das sehen. Ja, das kann man sehen. Super. Ups. Ah, ich muss mal eben knicken. Zack. So. Dann findet ihr hier erstmal Papierkram. Der ist normalerweise in der Tüte drin. Die habe ich jetzt schon aufgemacht. Und zwar eine grafische Anleitung, wie, was man genau drücken muss, in welcher Reihenfolge, um bestimmte Funktionen zu aktivieren. Leider nur auf Englisch, Chinesisch, Französisch und Spanisch, nicht auf Deutsch. Allerdings, wenn ihr Englisch könnt, ist das Ding super hilfreich. Vielleicht laminieren, wenn ihr es länger benutzen wollt. Dann das eigentliche Benutzerhandbuch. Das liegt auch auf Deutsch vor. Das ist jetzt neu. Das war in dem Instant Pot, den ich hatte, nämlich nicht so. Dementsprechend auch nochmal alles auf Deutsch beschrieben. Ich habe das jetzt nicht quer gelesen. Das heißt, ich weiß nicht, wie schlimm die Übersetzung ist. Aber es macht eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Dann noch ein Informationssheet, weil die noch Sachen ergänzt haben, nachdem das Handbuch gedruckt worden ist. Und das ist in der Tat auf Deutsch, aber das ist komisch übersetzt. Das Praktische ist, dass auch direkt einige Startrezepte mitkommen. Neu ebenfalls auf Deutsch. So, ich glaube, die letzten Seiten, genau, Rezepte für den elektrischen Schnellkochtopf. Und wenn ihr wie ich vegan lebt, da ist auch ein Rezept von Chef AJ drin, die hier merkwürdigerweise, könnt ihr das sehen, als Chefköchin AJ bezeichnet wird. Das rote Linsenchili, was ich euch auch schon mal empfohlen habe. So, wir arbeiten uns vor. Dann haben wir erstmal das Kabel, was uns interessiert, nämlich das deutsche Kabel, also mit dem Schuko-Stecker dran. Und das englische Kabel, was ihr, weiß nicht, verkaufen könnt oder so, das wird wahrscheinlich keiner von euch brauchen. Das deutsche Kabel brauchen wir aber, also an die Seite legen. Styropor, alles sicher eingepackt. So. Und da ist auch schon unser Hauptgerät. Es ist etwas kleiner als der Lux Instant Pot. Das ist das Coole daran. Ich werde jetzt mal hier die Packung wegnehmen und zeige euch den dann nochmal detailliert. Jetzt haben wir hier unseren Instant Pot ausgepackt. Der Vorteil bei dem Modell ist unter anderem, dass man hier halt diesen großen Griff hat. Das ist ein bisschen besser als bei dem alten. Den könnt ihr einfach so abnehmen. Und das Praktische ist, ihr könnt ihn hier links reinstellen, sodass ihr nicht suchen müsst, wo ihr den Deckel jetzt hin tut. Nehmt ihr den inneren Topf raus. Der ist nicht antihaft beschichtet, sondern das ist ein reiner Edelstahltopf. So, Verpackung weg. Da steht nochmal drauf. Nicht überfüllen. Hier drin habt ihr jetzt unter anderem noch ein Gestell, womit ihr zum Beispiel so Gemüse vernünftig im Instant Pot machen könnt. Ich finde das allerdings nicht so toll. Es gibt ein besseres Tool, das habe ich auch schon mal gezeigt. Und ups, das ist eingepackt. Da muss ich mal eben gucken, ob ich das so aufbekomme. Besteck für Reis machen und eine Tasse, das ist ein Reiscup. Also wenn ihr quasi, das ist mal ein bisschen missverständlich, das ist glaube ich kein richtiges amerikanisches Cup, also keine richtige amerikanische Tasse, aber wenn ihr, sagen wir mal, drei Dinger von diesen hier mit Reis machen wollt, füllt ihr drei von diesen Cups mit Reis, von diesen kleinen Tässchen und füllt dann hier im Topf, wie ihr seht, hat er Markierungen, das bis zur 3-Cup-Linie auf. Das wäre also da unten. Und damit ihr wisst, wofür diese Tasse hier gut ist. Die ist zum Reis machen gut. Damit ihr wisst, wozu dieses Ding hier gut ist, was mit dem Instant Pot mitkommt, dazu habe ich den jetzt einmal umgedreht. Das ist nämlich der Kondensationswassersammler. Ihr habt hier so ein Ding, wo das Kondensationswasser draufläuft, falls welches entsteht. Und dann könnt ihr diesen Sammler hier einfach dran schieben, sodass ihr das dann austauschen könnt und entleeren könnt, falls sich Kondensationswasser bildet. Ebenfalls einmal umgedreht. Ich nehme mal eben den Deckel nochmal ab.
ist hier der Pol, um den Stecker ranzutun. Wenn ihr den Deckel genauer betrachtet, dann habt ihr hier ein Ventil mit Stellungen, und zwar Venting, das zeigt so nach unten. Das ist, wenn ihr den Druck rauslassen wollt, und wenn ihr kochen wollt, lasst ihr das halt einfach so hier oben, dann baut er Druck auf. Wenn ihr den umdreht, hier drunter ist das Modul quasi, um den Druck aufzubauen. Das könnt ihr abnehmen, um es zu säubern. Und das hier ist der Dichtungsring. Den könnt ihr ersetzen. Das ist auch nach einer Zeit erforderlich, weil sich halt Gerüche darin festsetzen können und das kann sich dann auf andere Lebensmittel übertragen. Guckt, dass der gut sitzt, indem ihr einfach einmal so mit dem Finger drüber fahrt. Und ihr wollt diesen Deckel auch nicht wirklich in Wasser eintauchen. Also mit dem Lappen abwischen ist okay, natürlich, aber nicht in Wasser eintauchen. Stellen wir den mal wieder hin. Genauso wie, da war noch das Reistässchen drin. Genauso wie der Topf hier, der ist spülmaschinenfest. Wie gesagt, Edelstahl. Und den könnt ihr natürlich bedenkenlos waschen. Nur natürlich das Gerät, das die Elektronik drin, das natürlich auch nicht ins Wasser eintauchen. Ne? Ich sag's nur nochmal, bevor Leute traurig sind. Gut, jetzt schließe ich das Stromkabel an. Dann können wir unseren ersten Test machen, nämlich den Wassertest. Unser Instant Pot ist an, wie ihr seht. Ich habe den Sticker auch entfernt. Da stand auch drauf, dass man es machen soll. Und wer möchte schon einen hässlichen Sticker drauf haben? Der Wassertest ist ganz einfach. Ihr füllt Wasser in den Instant Pot. Ungefähr 3 Tassen. Das ist das, was Instant Pot sagt. Meinetwegen könnt ihr auch 2 nehmen. Ich finde 3 halt ein bisschen viel. Aber gut, machen wir es mal, wie die es wollen. Wasser reinfüllen. Jetzt setzt ihr den Deckel drauf. Macht immer, ne? Wenn er aufgeht und wenn er zugeht, vollkommen normal. Ihr achtet natürlich oben drauf, dass das Ventil so ist, wie ich euch gerade gezeigt habe, dass es halt nach hinten zeigt, nicht nach vorne zeigt. Und dann gibt es hier verschiedene Knöpfe, dazu gehe ich noch mal ein bisschen näher ran. Wir wollen jetzt hier einfach nur auf Manual drücken. Und ihr könnt dann frei skalieren, was ihr haben wollt. In dem Fall möchte ich jetzt hier 1 Minute haben. Und dann warte ich jetzt so lange, bis der Instant Pot einfach anfängt zu piepsen. Wenn ihr nochmal auf Manual drückt, das ist eine neue Funktion, dann könnt ihr den Warmhaltemodus, in den der Instant Pot gehen würde, nachdem er fertig ist, ausschalten. Hier ist jetzt Keep Warm beleuchtet. Und wenn ihr nochmal auf Manual drückt, ist es aus. Also standardmäßig ist es eingeschaltet. Ihr könnt es aber auch ausschalten. Das finde ich ganz praktisch. Wenn ihr eine Zeit lang keine Eingabe getätigt habt, piept er. Und daran erkennt ihr jetzt, okay, er fängt jetzt an aufzuheizen, er fängt jetzt an zu kochen und er wird mehrfach piepen, wenn er dann gleich fertig ist. So, der Instant Pot piepst jetzt und es erscheint hier off im Display. Wenn ihr die Keep Warm-Funktion nicht ausgeschaltet hättet, dann würde der jetzt einfach hier die Zeit wieder hochzählen. Ihr könnt jetzt entweder warten, bis der Druck natürlicherweise abfällt, oder ihr nehmt einfach das Ventil hier und schiebt das ein bisschen nach vorne und dann geht der ganz, weicht der Wasserdampf nach oben. Ups. So. Ihr könnt das Wasser jetzt direkt im Instant Pot lassen. Ich möchte euch nämlich noch zeigen, wie man Bohnen kochen kann. Und Bohnen brauchen ja eine ewig lange Zeit, wenn man sie auf dem Herd macht. Brauchen wirklich Stunden und dann vergisst man irgendwie das Wasser dazu zu schütten und dann brennt es an, der Feuermelder geht an, alles nicht so cool. Mit dem Instant Pot kann man das natürlich alles verhindern. Es geht viel schneller, man spart Energie, man spart Zeit, man spart Nerven, man spart sich auf den Stuhl klettern, um einen Feuermelder auszumachen. Kippt einfach die Bohnen, die ihr machen wollt. Das sind jetzt in meinem Fall Azuki-Bohnen. Es gibt mit allen Bohnen, es gibt mit Kichererbsen, allen Bohnen und Hülsenfrüchten, die ihr machen wollt. Ihr kippt die einfach in den Instant Pot rein und guckt, dass sie ziemlich gut bedeckt sind. Ich achte mal so darauf, dass ich ungefähr die 2,5- bis 3-fache Menge Wasser habe, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ansonsten, wenn sie unterkocht sind, ist das nicht so cool. Deshalb lieber ein bisschen mehr rein. So. Und dann guckt ihr hier in eurem praktischen Rezepteheft nach, wie lange die brauchen. In den Tabellen ist es immer so angegeben, dass man die, wenn sie getrocknet sind, danach natürlich abdampfen lassen soll. Sprich einfach den Instant Pot vorher die Keep Warm Funktion ausschalten und den Instant Pot natürlich abdampfen lassen, um Energie zu sparen. Ich gucke hier rein, Azuki-Bohnen, hier steht 16 bis 20 Minuten. Ich nehme also ein Mittelding davon, 18 oder so, oder 19. Und tue also den Deckel drauf.
So, noch das Ventil kurz justieren. Ich drücke also Manual, gehe dann mit der Zeit hoch auf 19 Minuten. Ihr könnt ja einfach die Taste gedrückt halten. Drücke dann noch einmal auf Manual, damit hier das Lichtlein bei Keep Warm ausgeht. Und jetzt warte ich einfach, bis der Instant Pot sich meldet, dass die Bohnen fertig sind.